Du magst gar nichts in diesem Spiel, hör auf! Ja, ich mag Sora nicht einfach allgemein. Ach, was ist das denn gegen Sora? Das wird ja noch lustiger mit Sora. Okay, hier kann ich anscheinend nicht hoch. Obwohl ich hier eben doch hochgegangen bin, oder nicht? Nein. Bist du nicht. Ah, ich habe das andere Ding genommen. Genau. Ein zweiter. Na gut, dann gehen wir hier nochmal hoch. Wie viele Eiterbeulen hat der? Was soll ich das wissen? Das weiß ich auswendig. Ja. Nächstes habe ich mitgezählt immer? Nö. Ja. So, da müsste ich jetzt als nächstes wahrscheinlich hoch. Du wirst ja sehen, also, wenn er kaputt geht, dann hat er nichts mehr. Da ist was. Ja, ich hab's gesehen. Hier runter. Wow. Das war sogar gut gesprungen. Ah, hinter mir ist das andere Ding da, was Feuer schießt. Stell dir mal vor, jetzt macht hier irgendjemand so einen YouTube-Account die Seite des Bösen oder sowas. Und antwortet mir. Dreh dich, Kamera. Danke, dass du dich so gut drehst, Kamera. Aber ich würde es nicht falsch anvisiert. Ich weiß ja selber, was ich eigentlich habe. Scheinungs im Leben, aber. Hallo. Schlägst du weiter drauf? Hallo. Ja, hallo. Was ist denn? Schlagen willst du? Ja, ich möchte schlagen. Man haut aber keine Mädchen. Man schlägt sie auch nicht. Ja, habe ich gerade wirklich gesehen. 49 Technikpunkte. Für was denn? Wofür zum Teufel habe ich gerade 49 Technikpunkte bekommen? Keine Ahnung. Musst du mich nicht fragen. Ne, dich verfolge ich nicht weiter. Wow. Hilfe. Finger bewegen sich. Das sieht ja cool aus, was ich gerade mache. Was machst du da? Mehrwalk oder was? Ich habe keine Ahnung. Ich sehe so... Ich habe mich irgendwie in irgendwas reingeglitscht, glaube ich, gerade. Deswegen habe ich mich so komisch bewegt. Du Glitchmaster. So, wo komme ich denn hier hin? Das ist sicher das finale Ding. Die finale Eiterbeule, wie sie so schön heißt. Ich traue es dir sogar zu, dass es sie nicht ist. Das wäre jetzt jedenfalls die fünfte. Okay, war doch noch nicht die letzte. Außerdem hat er im Gesicht doch bestimmt auch noch ein paar. Ja, das ist auch eine gute Frage. Ich wollte sagen, fragst du nur, wo dieses Gesicht denn sein soll. Ach da. Hi. Dein ganzes Gesicht ist eine Eiterbeule. Da, schau mal, nee, doch nicht. Hä? Das habe ich denn dann visiert. Aber wahrscheinlich eins dieser fliegenden Gegner. Komm. Gucken wir uns das mal ganz in Ruhe um. Und gleich fliegst du runter. Ich sehe es schon kommen, ja. Aber ich springe einfach absichtlich dafür stattdessen runter. Wieso? Wieso machst du das? Um zu gucken, wo die nächste Eiterbeule ist. Was zum? Was sind das für Viecher? Sie jagen mich. Tja. Tot. Ich hab's bemerkt, obwohl ich noch guten Drittel meiner Energie hatte. Ich weiß zwar nicht, was genau passiert ist, aber... Irgendwas hat mich erwischt von hinten und ich hatte damit... Scheiße, Mann, dein Arsch war Jungfrau! Ganz genau. Irgendwas hat mich halt von hinten erwischt. So, darf ich doch den ersten Bosskampf nur nochmal machen, oder wie? Das hasse ich auch an diesem Spiel. Man kann Cutscenes nicht überspringen. Das kannst du in zwei. Boah, denk doch mal darüber nach, wie alt dieses Spiel ist. Das ist doch von 2001. Es gibt ältere Spiele, bei denen man es kann. Echt? Egal, es ist ein Pionier der PlayStation 2 Spiele. So, 1, 2, 3 sehe ich von hier aus. Hatte da eine unterm Arm? Ja, in der Achselhöhle da. Das muss ja dumm sein. Schau vor, du willst hier da was ausdrücken. Das geht doch kaum. So, schauen wir mal, bevor ich hier angegriffen werde. Versuch mal darüber zu springen. Da unten ist eine, da ist eine, da ist eine. Da oben ist eine. Okay. Holen wir uns das mal die ich gerade schon so schön gesehen habe. Have fun. Ja, hab ich. So, jetzt mal hier rüber. Oh, cool. Was denn? Da wollte ich eigentlich nicht gerade landen, aber okay, jetzt bin ich hier direkt bei der einen gelandet. Der ist doch gut. Gehen wir hier wieder erstmal hoch. Komm. Ob Uri Buri schon mal was von Clara Seel gehört hat? Anscheinend nicht. Ekelhaft. Das kann man sich ja nicht antun. So, hier ist die nächste Eiterbeule. Hast du die jetzt echt Eiterbeule, ne? Ne, Pestbeule, tut mir leid. Nein, ist doch egal was, aber trotzdem. Eiterbeule, weil ich Eiterbeule fand, oder Pestbeule. So, okay, hier sehe ich keine mehr. Das heißt, wir gehen hier hinten weiter.
Hey, komm. Da, ich sehe schon eine da hinten. Du schaffst es, ich glaube an dich. Drück dir die Daumen. Aber komm, ich komme von hier aus gerade dann hinten nicht dran. Vor allem sehe ich nichts, wenn sich mir die Kamera wieder total entgegendreht. Können wir mal gucken, ob hier vorne vielleicht noch was ist. Hier, ich könnte zum Beispiel bei ihm in uns im Unterstübchen reingehen. Oder auch nicht. Sein Arsch bleibt, Jungfrau. Ich glaube, das ist bei ihm vorne, oder? Ja, das ist bei ihm vorne rein. Ja, gut. Moment, kann ich hier vielleicht rein? Nein. Das heißt, wir gehen hier weiter und klettern. Hey, ich glaube, den hatte ich beim letzten Mal nicht. Ja, das glaube ich auch. So, komm, machen wir dich auch kaputt. So, den hätten wir jetzt auch. Dann gehe ich jetzt wieder auf die andere Seite. Und genau auf die Seite. Und klettern ihm jetzt erstmal wieder hoch. Irgendwo. Wo immer man das nochmal konnte, ich weiß nicht mehr. Kann ich einfach ich glaube, da hinten war auch noch einer, oder? Ach ja, schon. Ja, ich weiß, aber ich kam da von hier aus noch nicht dran, denn... Ich kann die Kamera gerade nicht drehen. Doch, jetzt. Da möchte ich jetzt rüber. Perfekt. Also auf Donald und Goofy brauche ich mich hier gar nicht zu verlassen. Weil die kommen einfach nicht hinterher. Die porten sich einfach. Ja, irgendwann hoffentlich mal. So. Ja. Irgendwas verfolgt mich. Ich weiß nicht, was es ist. Ach, jetzt sind sie wieder da. Das ist gut. Schon wieder 49 Technikpunkte erhalten. Ah, ich sehe es. Wofür auch immer. Sag mal, du hast die Attacke da, der Alterbeule da abgewehrt. Ist sie gerade runtergefallen? Jo. Aha. Aber ich habe die eine Alterbeule oben noch kaputt gemacht. Ich meine, jetzt sind es noch zwei, von denen ich weiß, dass sie da oben sind. Zwei Stück noch. Ich will jetzt mal hoffen, dass es auch nur noch zwei sind. So, gehen wir mal hier hin, drehen die Kamera, drehen die Kamera, drehen die Kamera. Danke. So. NCD, NCD, gern geschehen. So, hier oben ist noch eine Pestbeule. Na, ob das wohl die Finale ist? Wer weiß, aber ich glaube nicht. Ich meine, da war doch eine unter der Achselhöhle. Ah, hast du die noch nicht? Ich meine nicht. Dann musst du sie noch machen. Ja, macht auf Sinn. Zum Atem. Wow, 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 geh weg. Irgendwas verfolgt mich, irgendwas verfolgt mich, irgendwas verfolgt mich. Oh, das ist nicht gut, wenn es dich verfolgt. So, das dürfte die letzte sein, hoffentlich. Jetzt fällst du runter. Nein. Oh, schade. Hätte gelacht. Das war's, die letzte. Oh, Donut kann mehr Items tragen, bringt mir eh nichts, aber ich habe Angriffskraft hoch. Das bringt mir auf jeden Fall was. Ja. Das ist sehr nützlich. Nutzvoll. Da hast du recht. Wieso nicht nützlich? Weil ich gerne nutzvoll sage, wenn es falsch ist. Nutzvoll ist falsch? Ja. Keine Ahnung. Mir egal. So, los, stirb. War ganz okay, der Bosskampf. Nicht leicht, nicht schwer. Irgendwas hat mich von hinten erwischt und hat mich getötet, aber kann man verstehen. Ich würde auch nicht gern was haben, das mich von hinten erwischt. Wie ich schon wow, das ist mal ein riesiges Schlüsselloch. Oh ja. Ah, da bekommst du auch mein Lieblingsschwert oder eines meiner Lieblingsschwerter. Mein zweitliebstes. Schon wieder? Ja. Ich habe mich jetzt in der letzten Welt erst zwei Schlüssel bekommen. Ja. Schön. Jetzt bekommst du was von Halloween drauf. Die Kraft der Sterne. Gravitas wurde zu Gravitra. Schön. Gravita wird hier, also beziehungsweise jetzt Gravitras. Egal. Dieser Zauber, der wird hier noch nützlich sein. Später. Nicht traurig sein. Bin mal gespannt. Uns wird für Halloween schon was Neues einfallen. Irgendwann wird so eine Stelle kommen, wo ein fliegender Stein ist. Und da solltest du Gravita einsetzen, das erspart dir viel Zeit. Merke ich mir. Ich schätze, wir haben keine andere Wahl. Wir müssen das herzlose Halloween-Fest wohl streichen. Hier, das schenke ich dir. Cucurbita hatte mir gerade einen Kürbis geschenkt. Fast. Wir suchen uns jederzeit wieder, Sora. Das nächste Halloween-Fest wird das gruseligste aller Zeiten. Du kannst den Doktor sprechen. Gefühle, Erinnerung. Wir haben alle benötigten Zutaten benutzt. Was braucht man denn noch, um ein Herz zu machen? Was ist ein Herz überhaupt? Ich weiß es einfach nicht. Nee, 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 nee. So,
So, und ich soll hier das auch mal untersuchen. Genau, hier ist nämlich nur eine verlorene Seite. Und jetzt nimm den Schlüssel. Nimm den Schlüssel. Nimm Was? Den Schlüssel, rüst ihn aus. Ach so, das meintest du. Nimm den Schlüssel. Coco, bitte. Mal sehen, ist es wirklich? Weil immerhin hängt da unten ein Kürbis dran. Der ist auf jeden Fall stärker. Ja, er ist stärker und er sieht geiler aus. Guck ihn dir an. Ja, ja, dann nehme ich ihn auch. So, ich möchte kurz gucken. Ich habe doch vorher irgendeine heilige Kette bekommen. Heiligen Ring. Ah, voll cool. Ich liebe dieses Schwert. Brauche ich nicht. Mal sehen. Donald, was hast du denn eigentlich? HP, MP. Alle Blitzschäden. Nein, du kriegst das auch nicht. Goofy, kann ich bei dir das irgendwie austauschen? Nein, das sinkt die Abwehr. Fleißring. Ja, der Fleißring. Den kann ich austauschen. Mhm. Flammenwall. Kann man irgendwo noch was mit besserer Verteidigung? Da war noch was mit besserer Verteidigung. Protega-Kette. Und. Na egal. So, ich muss jetzt kurz gucken. Da haben wir noch einiges Neues gelernt. Reflektor habe ich gelernt. Ja, das, die Attacke ist praktisch. Da tue ich das mal rein. Blockieren halt, ne? So, also rein. Donald hat. Frohnatur. Klingt gut eigentlich. Volle Heilung der HP, wenn er wieder aufersteht. Was kann man dafür wegmachen? Gar nichts. Dann warte ich einfach, bis er noch eine HP dazu bekommt. Goofy hat Esprit gelernt. Aber wozu brauchst du Heilung bei Schadensaller. Ja, um es weiterzugeben, zum Ach Beispiel. So. Mit MP-Spender, was ich ja mittlerweile reingemacht habe. Ich weiß, das habe ich gesehen. So, ja, Jack hat auch eine Menge Sachen. Mir wurde auch gesagt, ich sollte jetzt öfter auch mal die Gastcharaktere benutzen. Wieso? Weiß nicht, damit sie die auch mal ein bisschen sehen. Ich habe 3 verlorene Seiten, sehe ich gerade. Ja, also mach mal was. Nee, aber ich mache das noch nicht dort. Ja, los, dann geh mal weiter. So, gab es hier noch irgendwas, was ich übersehen habe? Haben wir noch eine Triotech hier irgendwo versteckt? Keine Ahnung. Aber die nächste Welt wird auch lustig. Na gut, hier gibt's anscheinend nichts, also können wir das Labor verlassen und auch die Welt so langsam verlassen. Hier ist auch nichts. In der Welt gab es also nur 2 Speicherpunkte. Naja. 3 oder nicht? Da doch auch. Ach ja, genau, was mir auch noch einfällt. Ich solle hier an der Klingel 3-mal ziehen, hieß es. Dann bekomme ich ein Item. Ja, yep, das wirst du. Hast du das nie gemacht? Ich glaube, ich, glaub, ich habe nur 1 oder 2-mal gezogen, aber nicht ein 3. Mal. Falls irgendwie nichts gebracht hat, halt. Nach dem 2. Mal. Aller guten Dinge sind 3. Kennst du das denn nicht? Bei mir sind es 5. Wieso hast du ja nicht 5-mal gezogen? Elixier halten. Okay, jetzt kann ich gehen. Die Truhe hier drunter habe ich. Dann geht mal. Oh, guck mal, wie viel Leben Goofy hat. Ja, fast schon den ganzen Kreis voll. Hier sonst auch nirgends sowas, glaube ich. Nö, ich habe nichts gesehen. Ich kann gehen. Dann geh. Geh mit Gott, aber geh. Tue ich. Ach, die kleinen Viecher sind jetzt hier. Was wollt ihr denn? Ohne Boogie ist es ruhig. Wenn nichts Böses tun, vorläufig nicht. Info treiben mag ich sowieso nicht. Volle Mitläufer, der Kleine da. Oh, der Präsident, der Bürgermeister ist ja auch hier. Hast du es ja schon gesehen, dass er 2 Gesichter hat? Ja. Two-Face. Jetzt geh doch einfach mal zur nächsten Welt. Erstmal speichern. Und danach mache ich erstmal einen Schnitt. Okay. Und danach gehen wir in die nächste Welt. Yay! Da kann ich gleich erstmal die Bildschirmübertragung nochmal neu starten, damit du es besser siehst. Danke. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.